Bei einem Brand in der Hanmündner Innenstadt am Samstagabend kam für einen 69-jährigen Mann jede Hilfe zu spät. Er bewohnte die Erdgeschosswohnung, in der das Feuer auch ausbrach. Zwei weitere Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Als die Feuerwehrleute ankamen, brannte die Erdgeschosswohnung in voller Ausdehnung. Da zu dem Zeitpunkt nicht sicher war, ob sich noch jemand im Gebäude befindet, gingen sofort zwei Trupps Frauen und Männer Atemschutzgeräteträger hinein, kämpften sich durch die Feuerwand auf der Suche nach Personen und um von innen zu löschen. Insgesamt waren es 115 Einsatzkräfte von der Kernstadtfeuerwehr und 6 Feuerwehren aus den Ortsteilen. Neben der Drehleiter aus Münnen waren auch die Drehleiterwagen aus Dransfeld und Immenhausen dabei. Die Einsatzleitung hatte Münnens Ortsbrandmeister Eike Schucht. Dem schnellen Eingreifen der vielen Feuerwehrleute ist es zu verdanken, dass die Nachbarhäuser nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden und dass das Feuer auf die Erdgeschosswohnung beschränkt wurde. Angrenzende Nachbarhäuser wurden aufgrund der engen Bebauung vorsorglich evakuiert. Das Brandgebäude ist unbewohnbar, es besteht aber keine Einsturzgefahr. Warum das Feuer ausbrach, ist zurzeit noch nicht klar. Die Ermittlungen dauern noch an.